Hier sind unsere beiden Kandidaten. Ich begrüße Kandidat Nummer 1. Herzlich willkommen. Und hier ist Kandidat Nummer 2. Oh. Hier nur zwei Fragen zur Sicherheit. Kandidat 1, versprichst du dein Herzblatt zu lieben und zu ehren wie in alten Zeiten? Ja. Ja, sagt er. Kandidat 2, versprichst du in Zukunft immer ein Kettchen mit dem Namen von Kandidat 1 zu tragen? Ja. Oh, dann kann es klappen. Ich sage, weg mit der Wand, weg und Tour. Hier. Thomas Anders, Dieter Bohlen, Modern Trophy. Dieter, Thomas, grüß dich. Hallo, Harald. Was hast du an dem Tag gefühlt, dass du es gehört hast, Harald? Was hast du gefühlt, dass du gehört hast, die beiden gehen wieder zusammen? Als wären sie nie weg gewesen. Okay? Ja. Es ist 11 Jahre her. Also, ich habe gedacht, so 5 Jahre, da rast die Zeit schon. So 11 Jahre habt ihr euch nicht mehr gesehen? Na, wir haben uns also seit, also erst mal 7 Jahre nicht gesehen. Aha. Und so die letzten 4 Jahre haben wir uns ab und zu mal so im Geheimen getroffen. Habt ihr das von langer Hand vorbereitet? War das so eine Kopfgeburt, wo ihr gesagt habt, Mensch, man könnte wieder was machen, oder kam es aus dem Bauch? Habt ihr euch irgendwann... Überhaupt nicht. Wir wollten eigentlich gar nicht erst Modern Talking machen. Wir wollten uns also am Anfang erst mal wieder vertragen. Und jetzt erst so vor einem halben Jahr. Wir hatten wirklich Anfragen wirklich aus der ganzen Welt und alle haben immer gefragt, wollt ihr mal wieder was zusammen machen und so. Und ja, wir hatten irgendwie Bock drauf und deshalb haben wir es gemacht. Ich muss mal Mike Krüger anrufen, Mensch. Der Harald muss hier unbedingt mal zusammen singen. Wir müssen mal zusammen singen. Ja. Ja. Ich meine, also, das bringt ja GEMA ohne Ende. Harald singt in jeder dritten Sendung Geronimo's Cadillac. Das ist mein Lieblingssong. Geronimo's Cadillac. Genau. Vielleicht können wir zu 14 was Abermäßiges machen. Machst du die Frau oder was? Ja, ich hänge mich rein. Aber macht die Blonde. Apropos Frau. Also ganz kurz, ich muss einmal fragen. Was macht Nora? Ihr geht's gut. Geht gut? Ab losen Kontakt und so? Und ja, wunderbar. Also, aber Kätzchen ist wo? Im Safe. Im Safe. Ich bin so froh, dass ich es heute mal sagen kann. Es ist nicht mehr da, nicht mehr an der Brust, nur ganz Mikro, nicht mehr an der Brust, es liegt und ruht im Safe. Im dunklen Safe. Im dunklen. Jetzt, Nora im Safe. Hey, und Dieter, ich mache so jeden Tag ein Suchspiel, wenn ich die Zeitung aufschlage, wo ist heute Verona Feldbusch? Ich glaube, es gibt keine Zeitung, wo sie nicht irgendwo in der Rätselecke oder vorne drauf oder Neue Nase oder Alter Lover. Ist das faszinierend? Ja, also nach Mutter Teresa und Lady Di ist eigentlich das die Frau jetzt. Ja, bei mir ist sie nicht. Also das kann ich nur sagen. Und ich habe jetzt einen neuen Partner, der also gefällt mir im Moment auch besser. Thomas. Hey, Cherry, Cherry, Baby. Ihr habt noch gar nicht richtig losgelegt und seid schon Hitparaden-Stars. Es ist Nummer 11, glaube ich, von 0 auf 11. Ja, und vor allem schon nach 3-4 Tagen war das Ding raus. Und so, also mich wundert, dass es so schnell geklappt hat. Shooting, 200.000 Bestellungen. Ihr habt schon Gold, bevor die CD rausgekommen ist. Das ist doch schön, oder? Geht ja gut los. Wunderbar. Ja, aber war nicht anders zu erwarten. Also, das ist, aber sag mal, habe ich getäuscht? Das war doch jetzt ein Medley Greatest Hits, oder? Ja, stimmt. Also ihr wollt uns nicht erschrecken mit neuen Sachen, oder? Ja. Na, wir wollen wieder voll Gas geben, ist ja ganz klar. Und auf dem Album sind natürlich auch neue Titel drauf. Ja. Und also, es wird dir nicht erspart bleiben, lieber Harald. Nee, das die nächsten Jahre. Man muss aber zu eurer Entlastung sagen, die Herrschaften aus der Oper singen auch immer alten Kram. Immer wieder mal Mozart, Strauss oder so, die Salome. Es gibt leider nichts Neues. Kommt wenig dazu, ne? Ja. Das gleiche Problem wie die großen Komposer der alten Tage. Und Deutschland-Tournee ist natürlich auch angesagt. Richtig, so ab, Modern Talking, ab 7. Mai. Open Air? Da ist noch ein bisschen kalt, so im Mai, aber schauen wir mal, was danach kommt. Habt ihr große Show, also mit Band und allem? Ja. Und dann geht es eben um die ganze Welt, da freuen wir uns natürlich wirklich drauf. Also wir spielen fast in jedem Land der Welt. Das ist... Wann sind die Haare gefallen, Thomas? Das ist schon 4-5 Jahre her. 4-5 Jahre her. Aber hat nicht wesentlich geschadet, oder Hannelore? Ich habe das Glück, dir heute Abend zum ersten Mal singen zu hören. Bitte? Mensch,
Vor 11 Jahren war sie noch ein Kind. Ich kann sie nur aus der Zeitung. Ich finde es toll, dass sie auch singen. Ich dachte, sie lassen sich nur schreien. Also, ich hab ja eben schon in der Garderobe gesagt, ich finde sie ja eine bezaubernde Frau und würde auch mal gerne für sie singen. So. Ist das nicht wunderbar, so eine erste Begegnung? So eine erste Begegnung? Ja. Und er würde sofort für ich dich dachte, singen? Ich dachte, er lässt dich nur scheiden oder sonstige Dinge. Nee, im Moment ist gar keinen Grund, dich scheiden zu lassen. Du bist ja schon geschieden im Moment, oder? Ja, läuft wohl. Bei euch läuft die Scheidung, glaube ich. Also alles prima. Alles bestens. Ja. Okay. So, jetzt kommen wir zu unserer Wette. Also ich habe es nicht gewusst, sage ich mal ganz ehrlich. Es gibt 188 Nationalhymnen. So viel Staaten mit Nationalhymnen. Und ein Mensch, Michael Sauser, kennt sie alle. Der Mann kommt aus der Schweiz. Hier muss man das auf der Zunge zergehen lassen. Er wettet, dass er alle Nationalhymnen perfekt in der jeweiligen Landessprache zu singen vermag. Ich halte das für unmöglich. Aber wir werden es sehen. Geht ihr mit mir rüber und sucht ein paar Fahnen aus. 5 Fahnen. Also jeder 3. So. Okay, also. So. Also. Also wir müssen aber jetzt nicht sagen, von welchem Land. Nee. Also einfach, einfach geheim. Dann nehmen wir diese. Und gleich hier ins. Deutschland wäre ja ein bisschen einfach. Deutschland wäre einfach, ja. Oder nicht? Das kann jeder Fußballspieler. Oder die meisten, sagen wir mal. So. Boah. Eine muss ich noch. Ich glaube, eine Fahne kenne ich wenigstens. Ist unheimlich schwierig. Nehmen wir die. Manche kenne ich, glaube ich. Das ist Werder, glaube ich, hier. Guck mal, weiß jemand, was das für eine... Hat jemand so eine Fahne schon mal gesehen, zum Beispiel? Manche Länder sind so klein, die haben ganz kleine Fahnen. Golfstaaten, glaube ich, wegen dem Ball oder ich weiß es nicht. Weil steht aber Kirgisien. Kennst du Nationalhymne? Nee. Kalinka, Kalinka. Also, danke schön, meine Herren. Ich komme gleich wieder rüber. Jetzt kommt der Mann. Was macht ihr, wenn er es nicht schafft? Ja, Harald, der nimmt uns ja immer in seiner Sendung auf den Arm. Und deshalb haben wir uns überlegt, also Thomas und ich, wir schleppen Harald so lange, bis wir zusammenbrechen hier durch den Saal. Also wir nehmen ihn auch auf. Boah, Thomas, Anders und Dieter Bohl nehmen Harald Schmidt auf den Arm. Das hat er verdient. Keine Angst, ich nehme den Kopf.